Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Gleichstellung der beruflichen Ausbildung zur akademischen Ausbildung ist ein sehr wichtiger Schritt und ein wesentliches Ziel der Freien Demokraten hier im Niedersächsischen Landtag. Und deshalb haben wir es ein wenig überraschend zwar gefunden, aber wir waren sehr zufrieden und auch sehr glücklich darüber, dass der Niedersächsische Landtag in der letzten Legislaturperiode in seiner vorletzten Sitzung einstimmig fraktionsübergreifend beschlossen hat, dass Meister, Techniker, Fachwirte, Berufspädagogen von Lehrgangs- und Prüfungsgebühren befreit werden sollten. Das war ein einmaliger Schritt der gesamten politischen Vertreter des Landes Niedersachsen, sich hier zur beruflichen Bildung zu bekennen. Und in der letzten Plenarsitzung der letzten Legislaturperiode ist dann ebenfalls einstimmig beschlossen worden, dass auch die Fahrt- und Übernachtungskosten für Auszubildende, die nicht heimatnah berufsbildende Schulen besuchen können, sondern in Landes- oder in Bundesklassen unterrichtet werden können, dass auch hier die Kosten vom Staat übernommen werden sollen, damit wir nicht nur in Sonntagsregen die berufliche Bildung hochhalten. Ich glaube, man möchte mich was fragen. Das möchte er. Ich frage Sie, ob Sie diese Zwischenfrage gestatten, Herr Kollege. Herr Kollege Bodem, ich würde mal interessieren,